Was geht ab? Dieses Video wird ein bisschen emotional. In diesem Video geht es auch mehr über mich und ich rede mit euch, als würde ich mit mir selbst reden. Auf YouTube ist einiges in letzter Zeit passiert. Immer wieder wurden Videos über mich gemacht und immer wieder haben sich Leute über mich lustig gemacht. Ich muss dazu sagen, das alles ist kein Problem. Ich bin ein Mensch des öffentlichen Lebens und komme klar damit. Im Gegenteil, für mich ist es immer so eine Bestätigung, dass ich alles richtig mache. Dass auch Leute in den Kommentaren auf mich losgehen oder sich denken, sie können mich klein bekommen, das wird nie passieren. Ich werde weiterhin immer durchziehen mit dem, was ich will und was ich machen möchte. Und mein Wunsch war es schon immer, mit YouTube durchzustarten und ja, erfolgreich zu werden. Und wenn sich einige denken, das ist unmöglich, dann ist es vielleicht deine Meinung. Ich mache eigentlich YouTube mit meinen gefühlten 13, 14 Jahren bis jetzt. Ich liebe YouTube über alles und habe das schon immer gemacht. Ich habe auch mit Facebook-Videos angefangen, da war ich glaube ich 12. Ich habe einfach dieses Business hier geliebt und um das geht es eigentlich gar nicht in diesem Video. Ich möchte nur ganz kurz preisgeben, das Video mit Eugene Darius, das Video mit Shirin David, das Video mit Philipp Mickenbecker und so weiter, das sind Formate, die ich hier auf YouTube erschaffen habe. Diese Formate gehen viral und kommen auch sehr gut an, bis einige YouTuber gekommen sind und diese Formate schlecht geredet haben. Seitdem sind die Formate sehr, sehr angegriffen. Diese Formate werde ich aber weiterhin durchziehen, weil ich sicherlich nicht wegen einigen YouTubern meine Struktur ändere. Zweitens bin ich in diesen Formaten immer sehr vorsichtig, was ich mache und was ich sage und gebe immer Morale zum Schluss dieses Videos. Wer das nicht feiert, ist kein Problem. Und ihr braucht euch nicht aufregen, wenn Leute immerhin noch weiter meine Videos bewerten. Denn das ist meine Armee. Die feiern mich und die wissen von Anfang an, wie ich bin. Die neu auf meinem Kanal zustoßen, die kennen mich nicht. Die behaupten, ich bin der und der und entscheiden über mein Leben, als würden sie mich ein Leben lang kennen, obwohl sie von anderen Videos kommen. Wie gesagt, in diesem Video geht es gar nicht über das, sondern darum, dass mir privat einiges passiert ist, Freunde. Ich habe eine wichtige Person in meinem Leben verloren und ich muss dazu sagen, ich bin Gott dankbar, es ist kein Problem. Jede Person im Leben ist entweder eine Sache, von der man was lernt oder ein Geschenk. Und deshalb muss ich dazu sagen, war einfach so viel Druck auf mich. YouTube-technisch ist für mich, wie gesagt, kein Problem. Ich liebe es, wenn Leute über mich Videos machen. Ich liebe es, wenn ich YouTube-Videos drehe. Ich liebe es, wenn Leute kommentieren, ob es negative oder positive sind. Aber was mich komplett psychisch auseinandergenommen hat, war, dass diese Person von Tag 1 auf Tag 2 gegangen ist. Wenn man eine Person geliebt hat und dann die Person gar nicht mehr da ist, das macht einen fertig, Digga. Das Einzige, was gerade mein Leben ein bisschen so an Beschäftigung gibt, ist YouTube. Ich mache YouTube-Videos, damit ich mich ablenke, damit ich das alles verarbeiten kann. Aber es ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Viele Leute reden da und sagen, vergiss es, leb dein Leben. Aber Digga, das drinnen brennt, drinnen ist es krank, was da alles passiert. Man denkt sich, es gibt Zukunft, man denkt sich, es gibt so viel, es wird so viel getan und puff, gar nichts. Glaubt mir auch, ich bin ein Mensch mit einem Gewissen und ich bin ein Mensch mit einem Herzen. Glaubt mir. Und weil viele behaupten, ich bin unsympathisch, ich bin das oder das, glaubt mir, ihr kennt mich nicht. Ihr kennt mich nicht. Was ich euch nur mitgeben kann ist, seid vorsichtig, wen ihr liebt. Und seid vorsichtig, wem ihr euer Herz gibt. Seid einfach nur vorsichtig. Die letzten Tage waren krank für mich. Ich bin im Bett gelegen wie eine Oma. Ich war krank, Digga. Mir ging es echt psychisch gar nicht gut. Aber ich wollte Videos drehen, weil ich mir denke, das beschäftigt mich. Und viele denken sich, ja, der macht hier YouTube-Videos, dem juckt gar nichts. Denkt, was ihr wollt. Die Leute, die mich kennen, die wissen es. Und ich sehe es auch. Und die, die neu zukommen, ich sehe das auch. Und ich weiß, dass viele Leute sauer sind. Wie kann ich 16.000 Abonnenten haben? Ich weiß auch, dass sehr viele Leute sich wünschen, dass mein Kanal gelöscht wird. Dass ich gesperrt werde. Ich weiß es. Gar kein Problem. Ich bin euch auch nicht sauer. Wenn größere Kanäle auf mich zugehen und auch gegen mich schießen, so ist das Business. Ist kein Problem. Und an die Leute, die genau dieses Video genommen haben, wo ich geschrieben habe, Ali Boumaye schwört Rache an Abu Chaka. Dieses Video, da habe ich in den Kommentaren ganz am Anfang geschrieben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber ich habe es dran gelassen, damit die Leute lachen. Aber es hat nichts mit mir selbst als Person zu tun. Im Endeffekt wollte ich nur zum Schluss sagen, privat ging es mir halt jetzt in letzter Zeit, so wie jetzt gerade eben, nicht so gut. Ich weiß, dass es auch die nächsten Tage so andauernd wird, aber ich mache YouTube, damit es mich so ablenkt. Und wie gesagt, an die Leute, die gegen mich schießen, mir privat auf Instagram Hate-Kommentare schreiben und so weiter, gar kein Problem. Ihr gebt mir, wie gesagt, diese Stärke und das belastet mich null. Also macht ruhig weiter, gar kein Problem. Und ich danke nochmal jeden Einzelnen, der bis heute hinter mir steht, meine Videos bewertet, kommentiert, supportet, ihr seid krank und auch an meine zwei Mitglieder auf diesem Kanal, ihr macht mich zum glücklichsten Menschen. Und solange ich sehe, dass meine Familie hinter mir steht und mich supportet, ist es das Beste. Und wenn diese eine Person nicht mehr da ist, dann ist sie nicht mehr da. Tschüss.